Werfen Sie Lebensmittel weg? Nein, weil ich jeden Tag frisch einkaufe und meine Lebensmittel jeden Tag frisch verzehre. Wenn es schlecht sind, dann leider Gottes schon. Leider muss ich gestehen, gelegentlich doch, ja. Wenn es schlecht wird, kommt vor. Nein, es passiert einmal, dass wirklich was schlecht wird. Sehr selten. Wenn sie verdorben sind, schon, aber grundsätzlich nicht. Lebensmittel sind kostbar. Lebensmittel sind kostbar. Lebensmittel sind kostbar. Lebensmittel sind kostbar. Eigentlicher Rundgang, wo ich Ihnen zeigen möchte, was wir mit den Abfällen, die hier angeliefert werden, bei uns machen. Das ist der sogenannte Müllbunker. Hier wird der Restmüll, also der durchmischte Hausmüll, angeliefert. Wenn ein LKW kommt, fährt er rückwärts hier an die Grenze des Bunkers und hier wird der Müll zunächst einmal abgekippt. Findet dann eine erste grobe Sichtkontrolle statt durch einen Mitarbeiter, der oben auf der Warte sitzt. Also ich mische Müll und fahre das Ganze nachher auf die drei oder vier Linien, wo es nachher hinter in die Reifehalle geht. Das ist ein Teil der mechanisch-biologischen Aufbereitung. Hier wird der Restabfall nach einer Zerkleinerung windgesichtet und über bestimmte Förderbänder transportiert, wo Materialien abgeschieden werden, zum Beispiel Eisen- und Nicht-Eisenmetalle oder auch Kunststoffe und die jeweils wieder unterschiedlichen Weiterverarbeitungsschritten dann unterzogen werden. Also wir haben die letzten drei Tage alte Tonnen da sortiert. In mehrwöchiger, mühevoller Kleinarbeit haben Studenten der BOKU Wien 300 Mülltonnen aus der Stadt Salzburg auf die Reste unserer Wohlstandsgesellschaft hin untersucht. Alle 5 Jahre wird der Restmüll in 20 Kategorien zerlegt. Auch die Nahrungsmittel werden dabei analysiert. Anhand der weggeworfenen Lebensmittel kann man schließen, wie gut es uns geht. Kurz gesagt, nach dem, was alles in den Müll geworfen wird, geht es uns sehr gut. Also generell haben wir in den Vorlesungen in der BOKU Wien gehört, dass 45 Kilogramm pro Supermarkt in Österreich und pro Tag in den Müll wandern. Und wenn man sowas hört, dann ist man natürlich nachdenklich und schaut auch auf sich selber. Es ist auch sehr interessant jetzt bei der Sortierung, dass man sieht, dass sehr, sehr viel biologisch gekauft wird. Das ist natürlich wesentlich teurer, aber das Traurige ist, dass gerade die original verpackten Produkte meistens biologisch sind. Und das ist dann wieder traurig, wenn man es bewusst schon kauft, dass man es biologisch nimmt, aber dann im Müll haut, dann macht das ganze Jahr wieder keinen Sinn. Und das sind Dinge, wo man sich schon am Kopf greift. Man zahlt mehr, weil man bewusster leben will und dann schmeißt man es aber erst recht weg. Das ist bei allen Produkten, also beim Fleisch, beim Käse, bei der Milch, bei den Eiern. Ich gar nichts davon, Lebensmittel wegwerfen, weil man kann alles verwerten, denke ich mal, und ja, ist schade, wenn man das tut. Ja. Ich will das nicht. Im Endeffekt, wir müssen zahlen. Alles, was weggeschmissen wird, zahlt im Endeffekt auch jeder. Also finde ich ganz schlimm, wäre nicht notwendig und meiner Meinung nach, wenn wir das, was wir wegschmeißen, auf der Welt verteilen würden, hätten wir, glaube ich, alle genug zu essen. Wird geschaut, dass das Lebensmittel so günstig wie möglich produziert wird.
Und dann zum Schluss wird es weggeschmissen. Also es war viel gescheiter, das Lebensmittel würde einen Preis kosten und dafür wird alles zusammengegessen. Hier kommt Erik mit seinem Fahrrad und einem Anhänger. Erik hat mich zum Waste Diving oder auch Mülltauchen genannt eingeladen. Wir haben uns hier verabredet. Erik nennt das auch Midnight Shopping und macht das schon jahrelang. Ich habe Erik gebeten, mich mitzunehmen, weil ich mit eigenen Augen sehen will, was da alles in den Mülltonnen so weggeworfen wird. Das sind die Biotonnen, die zwei. Da schau jetzt mal, was da los ist. Wenn es warm ist, ist es halt so, dass meistens das paar Sachen einfach schon der Fall sind, wie da die Sachen, die nehme ich nicht mit. Aber Bananen, wenn man sich die jetzt anschaut, die sind noch ganz fein. Also eigentlich so, wie ich es mag. Bananen, vorher würde ich es gar nicht essen. Nachdem ich in einer 6er WG war, also mit 6 erwachsenen Leuten zusammen, kann ich da ruhig einen Haufen Bananen mitnehmen, die kommen dabei weiter. Lauch schaut auch noch ganz gut aus. Ich meine, abschön, waschen ordentlich, kann man schon noch was machen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das tue, muss ich sagen, sondern schon seit mehreren Jahren. Und darum weiß ich ungefähr, was ich nehme und was ich mag und was man eigentlich nicht. Da, das lasse ich auch liegen, das ist normal ziemlich hoch. Die Äpfel schauen noch ganz gut aus, die waschen wir uns schön mal, weil natürlich, wenn es da so drin liegt, bringt es ein wenig einen Geruch mit. So, die kann man schon noch mitnehmen, aber die haben so hoch. Mir schmecken sie auch nicht. Muss ich gestehen, das ist einfach toll aus. Erik, was ist deine Motivation? Meine Motivation war anfangs Geld zu sparen und mit dem Wissen, dass halt viel weggeschmissen wird. Mittlerweile kann ich mir es leisten, aber die Motivation ist, dass man denkt, es wird zu viel weggehauen und es ist ewig schade drum. Und nehmen wir es mit heim und dann machen wir noch was draus. Ich finde es einfach auch pervers, wenn auf der einen Seite von der Welt Menschen verhungern und auf der anderen Seite haben wir die Hälfte oder ein Drittel von den Lebensmitteln weg. Also das ist ja krank ausgelegt. Und das ist so total crazy. Und das ist halt so mein stiller Protest sozusagen. Also da mache ich jetzt nicht groß Wirbel, sondern da fahre ich da her, da holen wir die Sachen und da nehme ich glaube ich einen anderen was weg, weil da kommt sonst niemand. Und das verwende ich halt einfach. So, wieder Brot. Was haben wir da? Würstel im Laugenrock. 31. Mai, das heißt, das ist ein abgelaufen. Schaut super aus noch. Gut, dass wir am Wochenende ein Geburtstagsfest haben. Jetzt können wir noch ein bisschen Brot brauchen. Kaffee? Nein. Doch, das ist noch vakuumverschlossen. Nee, dann darf man nicht aufmachen. Nein. Läuft ab 5.2012. Also ich hoffe, du trinkst gerne Kaffee, möchte ich, ja? Chiso! Käse, 30.05. Überhaupt kein Problem. Super. Und wie gesagt, wir sind 6 Leute, gell? Da geht schon viel weiter. Und wir essen halt dann auch dementsprechend. Mhm. Aber es stimmt schon, es wird dann hier und da einfach doch auch nochmal was schlecht. Aber ja, ich muss sagen, wenn das schon mal im Müll war, dann habe ich jetzt kein Problem damit. Das hier und da mal Joghurt schlecht. Das ist jetzt ein Vierstimmung, oder? So, Gala, ein bisschen anderer, Kaffeegenießer, also Käse, eingeschmort, 27.50. Der ist jetzt ein bisschen bauchert, den würde ich mal mitnehmen, aufmachen, riechen und schauen, was dann ist. Also von vornherein, einfach nur bei 27.05. Ablaufdatum ist, würde ich es nicht wegschmeißen. So, schau jetzt gar nicht mehr bei der Tür rein, weil je tiefer, desto öder. So, auf die Straße. Schauen wir da noch. So, Birnen. Das schaut nicht so schlecht aus. Die muss man auch schön und waschen, aber. Aber das sieht man schon mit Mülltrennung, gell? Und nicht direkt das Thema. Tomaten, da sind noch einige gut drinnen. Oder vielleicht gerade eine oder zwei zu quetschen. Die kann man nicht mehr. Hoppla.
Ich habe das erste Mal vor 5-6 Jahren gemacht. Damals war mir schon klar, dass irgendwas in unserem das Wirtschaftssystem nicht ganz passt. Und dann bin ich mit Leuten mitgefahren und die haben mir das gezeigt und dann war ich also richtig schockiert. Und das gibt es ja nicht, was da weggehört wird. Also dann war mir das nur mal so richtig, dann habe ich es so richtig gesehen. Ich meine, ich glaube, dass die meisten Menschen klar ist, dass in unserem Wirtschaftssystem, in unserem Gesellschaftssystem, dass irgendwas nicht passt. Dass da, eben so wie du jetzt gesagt hast, so, wow, da wird dann das auf einmal so bildhaft. Diese Verrücktheit von dem, was wir innovativ und fortschrittlich bezeichnen. Das ist das Ergebnis davon. Ein warmes Essen, Duschen, Wäsche waschen und soziale Begegnung, das sind Dinge, die bedürftige Menschen in der Wärmestube erhalten. Du bist da, wenn mitkriegt, die gute Seele. Aber ich kann auch böse sein, weißt du? Okay. Ich bin nicht in der Küche, alles andere, waschen, bügeln und Frühstück herrichten, das mache ich. Und das kommt ja immer. Die meisten geben sowieso nur 1 Cent. Ja? Aber jeder muss was geben, oder? Nein, müssen nicht. Müssen nicht. Akzeptiert, dann haben sie es nicht. An einem durchschnittlichen Wochenende verzeichnet die Wärmestube über 100 Menschen, die zum Essen kommen. Der Vinzi-Bus in Salzburg versorgt Menschen in besonderen Lebenssituationen. Zunächst werden Wurstbrote und Semmel und Tee von verschiedenen Pfarrern und Klöstern zur Verteilung abgeholt. So, dann machen wir da oben zu, dass er warm bleibt. Ja, da tun wir ein Schnäppchen raus, bitte. Vorsicht! Ja, kommt eh schon raus. Jetzt kann man zumachen. Nachher was machen, oder? So. Das ist der Tee. Und dann haben wir da noch den Sack, der Ungarn freut, weil der, da haben wir einen Ungarn dabei, wenn er da ist, der vertragt, warte, der vertragt kein Schwarzbrot. Du pass auf deine Gesundheit, ich werde fahren wie mit rum. Wenn gegen 19 Uhr der Vinzi-Bus in den Bürgerspitalhof in der Innenstadt von Salzburg einbiegt, warten schon eine Menge Vinzi-Bus-Gäste. Es werden täglich zwischen 40 bis 70 Brote oder Wurstsemmeln und heißen Tee von den freiwilligen Helfern ausgeteilt. Es ist für alle was da. Ich glaube schon. Vom Vinzi-Bus sind wir. Wir stehen jeden Tag, an 365 Tagen im Jahr, stehen wir da und verteilen Brot und Tee. Weil, wie wird man arm? Arm wird man ganz einfach. Da braucht man zum Beispiel nur selbstständiger Erwerbstätiger sein. Dann braucht man einen Unfall. Ein bisschen schlecht versichert. Dann geht es Geld dahin, weil man für alles verantwortlich ist. Dann sieht die Frau sich auch nicht mehr in der Lage, dass du noch bei dir bist. Dann musst du ausziehen. Sie bleibt bei den Kindern. Du hast keine Rechte sozusagen. Und dann bist du. Und dann bist du bist obdachlos, hast nichts zum Essen. Jeden Tag steht der Vinzi-Bus 365 Tage im Jahr bei jeder Witterung ab 19 Uhr im Bürgerspitalhof und verteilt für bedürftige Menschen Brote,
Hygieneartikel und heißen Tee. Heute bin ich mit Herrn Wolfgang Ahollinger, der den Transportdienst der Tafel Freilassing übernommen hat, mit deren Kühlfahrzeug unterwegs. Wir sind am Weg zu verschiedenen Firmen, von denen wir Lebensmittel abholen, und diese werden dann in die Kühlbox der Tafel eingelagert. Jetzt sind wir jetzt bei einem von unseren Lieferanten und da müssen wir jetzt das Lieferantenkistensystem, das ich gerade in der Hand habe, in unser Kistensystem umladen. Dann müssen wir jetzt noch einen Lieferschein ausfüllen, denn die Warenströme sollen nachvollziehbar sein. Wenn gerade einmal was passiert, dann sollte man nachvollziehen können, wo diese Ware herkommt. Die Idee der Tafel lebt davon, dass Firmen Nahrungsmittel, die nahe am Ablaufdatum sind, an die Tafel gegeben werden. Menschen mit geringem Einkommen können um den symbolischen Beitrag von 1 Euro in der Tafel einkaufen. Es gibt in diesem Tafelsystem nur Gewinner. Einerseits sind es die Firmen, die Lebensmittel nicht wegwerfen müssen, diese an die Tafel weitergeben und dort Menschen einkaufen können, die wenig im Geldbeutel haben und für die das Leben dadurch leichter wird. Die eingesammelten Lebensmittel werden nun umgeschichtet. Aus dem randvollen Lieferwagen werden sie in das Kühlhaus gebracht und dabei wird genau beachtet, dass die Kühlkette von Anfang bis zur Ausgabe nicht unterbrochen wird. Die meisten Lebensmittel sind derzeit in der Kühlkammer im rückwärtigen Teil und werden jetzt Schritt für Schritt hervorgeholt und in die Regale verteilt. Die Freilassinger Tafel verpflegt zurzeit 228 Personen, die sich auf ca. 126 Scheine verteilen. Davon sind insgesamt 55 Kinder mit dabei. Pro Person, das sind ja jetzt die Kinder mitgezählt, statistisch gesehen, liegt bei 518 Euro. Warum arbeiten Sie bei der Tafel mit, habe ich die Mitarbeiterin gefragt. Freizeitbeschäftigung, was soll man zu Hause sitzen und Däumchen drehen, so hat man mit Leuten Kontakt und kann sich unterhalten und man bleibt jung und elastisch, wenn man da ein bisschen was tut. Ich war selber in einer schlimmen Notsituation. Mein Mann ist am Sekundentod verstorben und ich bin da gestanden mit 5 minderjährigen Kindern. War dann erstmal berechtigt und habe gesagt, wenn es mir irgendwann mal besser geht, dann will ich das zurückgeben. Und dann ging es mir besser und dann habe ich angefangen mitzuarbeiten und es macht mir Freude. Ich freue mich immer total, wenn wir viele Sachen haben, weil die Leute freuen sich auch. Wenn wir wenig Sachen haben, dann leide ich mit. Rot 37, ja. Kriege 1 Euro. Oh, du, ich kann jetzt nicht wechseln. Ja.
Jawohl. Jawohl. Was gibt's heute Feines? Heute haben wir ganz viel. Wie viele Personen? Eine Person, 37. Was magst du? Salat? Ja, gerne. Fertiggericht? Hier mit zwei. Dann habe ich drei ganz einfach für die Schneckenzeit. Genau, dass wir weniger haben. Pfannentaschen. Und vielleicht so ein Nudel oder was. Okay. Danke. Joghurt. Weniger? Ja. Ich bin ja keine Frau, nicht? Ja. Das war so. Oh, sehr schön. Habe ich noch Der Kaufnickstag brachte in der Vorbereitung mehrere Mülltaucher dazu, Mülltonnen gründlich in Augenschein zu nehmen und noch genießbare Lebensmittel an das Licht des Tages zu bringen. Am Kaufnickstag gibt es diese Lebensmittel kostenlos, um daran zu erinnern, Lebensmittel sind wertvoll. Die Aktion war ein voller Erfolg. Kaufnickstag, da gibt es gratis Lebensmittel bei uns da am Stand und ein Bier, ein Radler. Schaut euch das an, gewaltige Qualität, kommt vorbei, holt euch das. Super Sache. Ja, und hier noch ein Brot, zack, einer, und das geben wir da runter. Was haben wir da? Ein Radler, 0 Euro, heute ganz besonders billig. Erdnüsse, exotische Schnitte, Fruchtschnitte für 0, gar nicht. Den nochmal. Ja, Joghurt hätte ein bisschen was gebraucht. Okay. Komm, sagst du mal eine Sache. Ist der Schwab? Ist der Schwab? Möchte ich nicht mehr machen. Genau. Manchmal fragen wir es auch, weil 2013 ist sauber. Ich weiß nicht, was ich ja, wo waren die? Waren die im Container drin? Wir holen das nicht. Wir holen das praktisch raus und schauen halt, ob es passt, ob es zu ist, ob es sauber ist und dann. Also bei ich finde das super, weil ich praktiziere das schon lange. Weil ich tue immer was im Ablaufen ist kaufen, weil ich weiß genau, dass es in Ordnung ist. Und es ist in Ordnung und ich schmeiß nie was weg. Wenn Sie diese Menge sehen, was aus dem Müll ist. Ich kenne es ja nicht vom Fernsehen, gell? Naja, jetzt, da haben Sie es ja jetzt live. Ich sehe das live, was das so ausschaut. Ja. So neu. Das schaut überhaupt nicht alt aus. Nein. Müssen wir mal schauen. 19.11. Da kann man sicher noch essen. Das glaube ich auch. Hier wissen Sie, dass aus dem Müll ist. Ich weiß. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie jetzt da... Jetzt mal ganz gut damit. Ja? Sie haben keine Berührängste? Berührängste nicht. Wie geht es Ihnen, dass das alles weggeworfen wird? Ja, das finde ich ganz schlimm, deswegen nehme ich das jetzt. Also, und ich, meinen Teil dazu beitragen kann ich insofern, dass ich halt zumindest im Supermarkt das kaufe, was sonst weggeworfen wird. Max-Tag. Der Kaufnickstag ist ein internationaler Tag, der in Amerika der letzte Freitag im November ist und in Deutschland der letzte Samstag im November ist, wo man
auf den Konsumwahn und auf dieses ewige Wachstum hinweisen möchte. Mir persönlich geht es nicht darum, prinzipiell Konsumverzicht zu predigen, sondern einfach einmal zu sagen, das ist auch ein Ergebnis unserer Konsumgesellschaft und ob das wirklich so super ist. Das sind super Lebensmittel, die alle in der Mülltonne waren, die man aber eigentlich noch verwenden kann. Ein Käsestangerl oder was? Nein. Einfach, oder zum Gleis, ein Käsestangerl oder ein Milchschnitt oder ein Müsliriegel. Das ist, sind nämlich Lebensmittel, die schon in der Mülltonne waren, aber eigentlich nur einwandfrei sind. Alle Rezepte, die in diesem Buch sind, sind aus Resteln gemacht, weil es passiert ja immer wieder, dass vielleicht mal wer nicht zum Essen kommt oder dass man einfach zu viel gekocht hat, dann bleiben Resteln über und diese Resteln sollen aber nicht in der Mülltonne landen. Aus diesen Resteln können Köstlichkeiten gezaubert werden. Herr Braun, was servieren Sie heute? Bitte, heute haben wir einen Scheiterhaufen. Apfelscheiterhaufen, wenn wir es genau nehmen, mit Vanillesoße. Das ist alles aus Resteln quasi. Und ein Kasperlsknödel haben wir da. Gemüsekuchen, weil es ist auch eine recht tolle Geschichte, wenn man öfters im Kühlschrank hat, man Gemüse rumliegen, man kennt es daheim. Man hat einen Kaffee rumliegen, es liegt eine Zucchini drin, es liegt eine Tomaten drin. Also wir haben da Brotsuppen, weil ein Schwarzbrot, ein Holz haben wir immer zu Hause. Mein Name ist Lukas Ulz, ich bin da in Eugendorf bei der Flachgauer Tafel und ich bin da, um mir anzuschauen, wie viel 18 Kilo Lebensmittel ausmachen. 18 Kilo, die jeder Österreicher im Jahr wegschmeißt. Hallo, grüß dich Lukas. Ich bin die Brigitte Schmitzberger, die organisatorische Leiterin der Flachgauer Tafel. Bitte, zeige dir, was wir haben. Brigitte, was macht ihr bei der Flachgauer Tafel? Bei der Flachgauer Tafel sind wir in erster Linie bemüht, Menschen, die wenig Einkommen haben, mit Lebensmitteln zu versorgen, mit guten Lebensmitteln zu versorgen. Und als zweites sehen wir uns auch als Lebensmittelretter, weil pro Jahr, pro Person ca. 18 Kilo beste Lebensmittel in die Mülltonne wandern. Ja, Wahnsinn, was da alles habt. Äpfel, Bananen, ein Reis von EZA. Boah, das Sacher schnitten. Super. Boah, und das Brot, das schaut aus, als war es von heute. Ist das von wann ist das? Es ist von gestern, aber. War alles weggeschmissen worden? Wäre alles weggeschmissen worden, richtig. Und was würdest du sagen, wie lang kommt man da aus mit dem? Sagen wir 2-Personen-Haushalt, 2 bis 3 Wochen kommt man da ohne weiteres aus.